Moin, moin, liebe Gartenfreunde. Heute Gartenrundgang im Oktober. Wir starten am Milchverbeet. Das Milchverbeet hinter mir ist jetzt soweit beerntet zu werden. Der Mais wird geerntet, Kürbisse werden geerntet, Bohnen haben wir zum Teil schon geerntet. Die Bohnen selber war nicht viel, das war so eine Schüssel ungefähr, die wir geerntet haben. Reichte aber, um genug Saatgut fürs nächste Jahr zu haben, denn die Bohnen, die werden wir jetzt trocknen und halt eben im nächsten Jahr ins Gemüsebeet wieder pflanzen. Und die Kürbisse selber, ich habe vorhin schon mal geguckt, so viel ist es nicht. Also wenn wir Glück haben, kriegen wir da 3-4 Kürbisse raus, mehr nicht. Die Kürbisse sind am Mais hochgewachsen, haben den Mais runtergedrückt, der Mais ist abgeknickt und dementsprechend ist, wenn man das vielleicht erkennt, auch ein großes Loch entstanden, denn der Mais und die Bohnen, die sind nachher so schwer gewesen, dass sie halt eben den Mais platt gemacht haben. Und somit sind einige Maiskolben auch nichts geworden. Also, wenn wir da vielleicht auch so eine Schüssel voll kriegen, mal gucken. Also Milchverbeet, mein Erfahrungswert, naja, sieht optisch ganz toll aus, ist vielleicht auch mal was Besonderes, aber im nächsten Jahr mache ich das nicht nochmal. Ja, weiter geht's ins Gemüsebeet. Ja, in dem Bereich hier vorne ein bisschen Asiasalat, hier hinten die Möhren, hier hatte ich die Kartoffeln drin, jetzt ist Spinat nachgesät worden und da vorne, da haben wir ja letztes Mal ein Video gemacht, wo der Felix und ich uns gebettelt haben, Radieschen und Spinat und Feldsalat draußen rum. Das ist jetzt schon ein schöner grüner Teppich, der wird regelmäßig jetzt auch beerntet schon. Diese drei Beete sind ja entstanden durch das Erdgewächshaus, was auf der Seite steht. Der Erdaushub, der ist hier drinnen gelandet und da war nicht viel Power drinnen. Ich habe immer mal versucht, ein bisschen mit Dünger zu arbeiten oder mit Jauchen. Das hat nicht so viel gebracht. Ich habe jetzt Komposterde geschenkt gekriegt. Die werde ich jetzt hier mit einarbeiten, aber das halt eben erst später, wenn wirklich das meiste hiervon weggeerntet ist. Ja, grün. Das weiße hier ist blühender Schnittknoblauch neben Fenchel. Ich habe letztes Jahr Fenchel hier ausgesät. Eine Pflanze, die ist riesig geworden. Und dieser Fenchel hat dann geblüht, seine Sämereien überall verteilt. Und jetzt wächst hier überall Fenchel. Also ich habe den schon 3 Beete weiter gefunden. Der ist überall. Noch kein Wunder, dass er im Gewächshaus aufgetaucht ist. Also, wer Fenchel hat, passt bloß auf. Der breitet sich ganz doll aus. Hier in dem Beet selber habe ich schon Kompost eingesetzt. Also hier reichte damals die Erde nicht aus, um sie bündig aufzufüllen. Hier habe ich einfach Komposterde jetzt oben drauf gepackt, Mangoldpflänzchen reingesetzt, hier vorne sind Zuckererbsen, habe ich ausgesät. Ja, jetzt erst ausgesät, nicht im Mai. Denn das habe ich letztes Jahr, habe ich auch Zuckererbsen, weil ich zu viel Saatgut hatte, einfach mal spaßeshalber reingehalten. Und es sind von, ich weiß nicht, 10 Pflanzen oder so, das ist nachher tatsächlich eine, hat es geschafft. Und die konnten wir im Mai auch ernten. Und jetzt will ich das mal ausprobieren mit mehr. Ich habe hier dieses ganze Beet voll mit Zuckererbsen und die sollen im Winter dann ja wachsen und im Frühjahr halt eben sehr früh kann man sie dann ernten. 0815 Zuckererbsen, keine besondere Sorte. Bin ich gespannt, ob das in größerem Stil auch funktioniert. Da hinten sind die Etagenzwiebeln. Da war das ja auch so. Das Beet war nicht ganz voll. Ich habe auf die Etagenzwiebeln einfach den Kompost raufgetan und siehe da, die ganzen grünen Halme wachsen auch da einfach durch. Etagenzwiebel, wer es nicht kennt, das ist eine Zwiebel, die nach oben wächst und oben ihre Knollen bildet und man kann diese Knollen essen, man kann das Grüne essen, man kann auch die Knolle, die unten in der Erde ist, essen. Man muss nur aufpassen, dass man sie isst, weil wenn man es nicht tut, sät die sich ganz doll aus. Deswegen ist sie auch in diesem Beet jetzt.
Das war mal eine Pflanze, jetzt ist alles voll mit Etagenzwiebeln. Aber ich habe immer frisches Grün, also empfehlenswert. Dieses Beet ist jetzt eins der Beete, das noch wirklich saftig grün ist. Ich habe hier rote Beete, ich habe noch Kohlrabi und den Weißkohl habe ich, als ich ihn geerntet habe, einfach unten abgeschnitten und alles unten in der Erde gelassen. Und der sprießt jetzt hier wieder. Ganz normal. Warum auch immer. Den lasse ich jetzt wachsen, weil diese Blätter pflücke ich als Leckerli für die Hühner. Sie nehmen keinen Platz weg. Also ich könnte natürlich jetzt auch was anderes aussehen. Aber es soll jetzt so sein, wenn die rote Beete und die Kohlrabis weg sind, dann ist dieses Beet auch beerntet. Es kommt nichts Neues rein. Hier wird dann auch Komposterde eingearbeitet, so wie bei dem Etagenzwiebel. Einfach die Erde ausgetauscht bzw. durchmischt, dass hier halt eben auch wieder Energie kommt, weil das ja alles Starkzehrer sind und die halt eben die ganze Kraft rausgezogen haben. Ne? Aber wir haben rote Beete, solche Knollen rausgeholt schon. Jetzt werden wir das wahrscheinlich gleich nochmal machen. Die Kinder stehen schon wieder in den Startlöchern und wollen rote Beete haben. Also nach dem Video ist das Ernten angesagt. Ja, da hinten ist noch das Erdbeerfeld. Da habe ich auch Komposterde reingesetzt. Die Erdbeeren, die vermehren sich ja jedes Jahr zum Sommerende durch ihre ganzen Ableger. Und man sagt ja, glaube ich, alle 3 Jahre muss man eigentlich das Beet ja wechseln, sonst werden die Erdbeeren immer kleiner. Und ich handhabe das nicht so. Ich bin da ein bisschen schlumig. Ich nehme einfach die Erdbeeren komplett alle raus, tue frische Erde rauf und suche mir die besten Pflanzen und setze sie wieder rein. Und trotzdem habe ich meine Erdbeeren, aber ich habe auch genug Fläche. Also bei mir ist das so, ich habe hinter dem Maisfeld, hinter dem Milferbeet, habe ich ein großes Erdbeerfeld. Ich habe da vorne ein Erdbeerfeld und auch auf dem Wall hinter euch habe ich jetzt ein Erdbeerfeld angelegt. Und mein Gott, das sind trotzdem schüsselweise, die wir ernten und das reicht alle Male. Ja, im Erdgewächshaus ist es immer noch grün. Die Tomatenzeit ist jetzt zu Ende. Vereinzelt finden sich hier noch welche. Ich habe dieses Jahr nicht eine Tomate geerntet, das waren immer die Kinder. Deswegen ist es ein bisschen schwierig mit dem Saatgut. Ja, weil die Tomaten eigentlich von hier gleich da rein. Aber ein bisschen Saatgut konnte ich doch gewinnen. Somit habe ich für nächstes Jahr wieder eine schöne, saubere Auswahl. Mal gucken, was daraus wird. Ansonsten, hier vorne ist die Patron, die Paprika de Patron, eine schöne Paprika, nur vom Schärfegrad so unterschiedlich. Ja, kommt, weiß ich nicht, ob ich sie nächstes Jahr wieder ins Gewächshaus packe. Das muss ich mir noch überlegen. Daneben ist das die Melonenbirne. Die Melonenbirne selber, das soll ja irgendwie so eine kleine, ja, leckere, weiß ich nicht, runde Kugel sein. Die soll ganz lecker sein. Bei mir ist alles nur grün, keine Blüte, nichts dran. Keine Ahnung. Vielleicht auch zu wenig Nährstoffe. Es war ein Versuch wert. Der große Busch da vorne. Das da. Das ist die Zwergtomarillo. Für mich eigentlich eher eine Riesentomarillo. Die hat den ganzen Sommer nur richtig viel Blattmasse gezogen. Ist bis an die Decke gewachsen. Und die Decke ist hier 2 Meter hoch. Über 2 Meter. Und jetzt, Ende September, hat sie tatsächlich Blüten getragen. Ich zeig euch das mal. Das ist der Zwergtomarillo. Und oben am Dach, da sind die Blüten. Und ich glaube, das wird nichts mehr. Das ist alles der Zwergtomarillo hier. Bis nach ganz unten. Ah, ich glaube, das wird auch nichts. Aber es war ein Versuch wert. Also es gibt ja immer mal Gemüsesorten, die wachsen Bombe und man hat einen riesen Ertrag. Und es gibt einige Sorten, ja, da passiert halt eben gar nichts. Aber das ist ja auch das Schöne am Gärtnern, dass man auch ein bisschen rumexperimentieren kann. Mit der Zwergtomarillo ist das halt eben so ein
rumexperimentieren. Nächstes Jahr vielleicht mal wieder, mal gucken. Tomatenernte war auch nicht so Bombe, wie ich mir eigentlich gewünscht hatte. Ich hatte hier 16 Sorten drin und eigentlich hatte ich auch gehofft, so ein Probiervideo mal zu machen. Ne? Also 16 Tomatenpflänzchen überall, so Tomaten überall hin und dann mal zu probieren, wie die dann unterschiedlich schmecken. Aber die Kinder waren schneller, als ich ein Video drehen konnte. Und so hoch war der Ertrag nicht, dass so viel übergeblieben ist, um ein Video zu drehen. Daher kein Verkostungsvideo. Ja, das war auch schon der Gartenrundgang. Im Oktober gibt es nicht mehr so viel. Natürlich kann man noch einige Sachen aussehen. Spinat geht immer und Radieschen können die ein oder anderen Sorten auch noch funktionieren. Aber für mich ist dieses Jahr, diese Saison ein bisschen früher zu Ende. Dadurch, dass ich den Kompost noch einarbeiten möchte und ein bisschen Kraft in die Erde reinsetzen möchte. Damit ich zeitig im Frühjahr auch anfangen kann. Und ja, das war soweit der letzte Gartenrundgang. Aber nicht das letzte Video. Die Jakon-Ernte steht noch an. Okerernte, Knollenzisternte. Also beim Gartenpapa wird's nicht langweilig. Und in dem Sinne sage ich danke fürs Zusehen. Bis nächsten Samstag. Ciao.